Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. Juli 2018? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und ich beschreibe auch so, wie die indische Astrologie das auch beschreibt, es wird Unterschied geben zwischen diesen Aufnahmen und unserem westlichen Astrologie. Nach indischen Berechnung befindet sich die Sonne immer noch in Tierkreiszeichen Krebs. Und bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Und es bedeutet, für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen oder die Suche nach Wahrheit wahrgenommen werden. Diese Sonnenposition bedeutet auch Glück, Erfolg, neutralisiert auch negative Einflüsse und alles, was wir heute beginnen, wie der Tag beginnt, führt zum Erfolg, weil es trägt Früchte. Das bedeutet auch etwas Neues lernen, Erkenntnisse bekommen. Nicht nur bei den Krebsgeborenen ist es so, sondern durch die Sonnenkraft vermittelt uns das alle. Merkur ist rückläufig. Das bedeutet, wir verschlucken die Sprache. Oder es wird gebremst und wir warten auch auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Diese Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit. Oder wir sprechen etwas an und die Thema hängt zusammen mit Vergangenheit. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Und hier gibt es auch Einflüsse. Und das bedeutet, die Wünsche ernst nehmen, weil dieser Wunsch kann wahr werden, aber wir sollen nichts übertreiben. Kann auch bedeuten, wenn dieser Wunsch unerfüllt bleibt, das ist dann der Grund, dass wir heute unzufrieden sind. Aber die Möglichkeiten, die Chancen sind da, dass dieser Wunsch zur Erfüllung geht. Weil alles, was wir vorstellen, woran wir glauben, das wird sich jetzt manifestieren und das was vermittelt gerade die Mondenergie. Und wenn das nicht vorangeht oder weil wir Angst haben oder wenn wir daran zweifeln, dann fühlen wir heute etwas gefangen und von diesem Gefühlen sollen wir uns befreien. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben die volle Bewusstsein und sie brauchen Klarheit, sie brauchen Orientierung und auch Sicherheit und Stabilität. All das, was die Krebsgeborenen vorhaben und wenn sie daran auch glauben, wird Realität. Sie sollen auch ihren Wünschen leben. Aber die Krebsgeborenen neigen dazu, daran zweifeln und sie sollen diese Zweifel überwinden. Und genau daran liegt auch momentan die Lernaufgabe. Die Kommunikation, dieser rückläufige Merkur hier im Tierkreiszeichen Krebs bedeutet Vergangenheit, Themen, Vergangenheit oder kommt eine Nachricht von jemand von Vergangenheit. In die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen auch die volle Bewusstsein, klar und deutlich etwas erkennen, etwas sehen oder etwas klären. Die Löwengeborenen sind sehr selbstsicher und sie leben gerade ihren Wünsche, weil sie haben jetzt die Kraft und auch diese schöpferische Energie, ihre Wünsche in Realität umsetzen.
Werte, Wertschätzungen und Finanzen sind auch Themen bei den Löwengeborenen, weil sie kümmern gerade um die Finanzen und sie bringen das in Ordnung. Und die Löwengeborenen haben gerade die Kreativität und die schöpferische Kraft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist eine kleine Reise möglich oder kleine Veränderungen oder eine Einladung, ein Fest, kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen bekommen einen Besuch. Die Jungfraugeborenen lernen auch gerade etwas. Das kann sogar möglich sein, dass sie sich anmelden in eine Ausbildung oder Schulung. Möglich ist auch, dass sie Seminare halten, das Wissen vermitteln, Informationen vermitteln. Bei Jungfraugeborenen ist auch wichtig ein Gespräch und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Wünsche, Sehnsüchte haben auch die Jungfraugeborenen und heute besteht die Möglichkeit, das in Realität umsetzen. Aber wenn die Jungfraugeborenen daran zweifeln, weil sie keine Träumer sind, das kann ein Hindernis sein. In der Liebe, Partnerschaft haben die Jungfraugeborenen auch Glück, weil etwas begeistert gerade die Jungfraugeborenen und sie verspüren momentan die Leidenschaft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Möglichkeiten und Chancen. Sie kümmern um die Wohnsituation. Entweder ziehen sie zurück und genießen das eigene Zuhause oder verschönern etwas zu Hause, kommen Veränderungen. Bei einigen Wagengeborenen ist sogar ein Umzug möglich. Die Wagengeborenen sollen die klärenden Gespräche meiden, weil das führt zu Missverständnissen. Kann auch bedeuten, dass die Wagengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt nicht, weil das ist gebremst. Ist auch möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und dieses Gespräch ist unangenehm. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und ein Wunsch kann Realität werden, vorausgesetzt ist, dass die Wagengeborenen das Vertrauen und daran glauben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben auch die volle Bewusstsein, sie klären etwas oder sie haben die Bedürfnis etwas klären. Die Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Und das kommt auch zum Erfüllung. Die Skorpiongeborenen haben tolle Ideen, eine schöpferische Kraft und sie können diese Ideen umsetzen im Tat. Ein Wunsch geht zum Erfüllung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtiges Thema Beruf, Berufung und da haben die Schützengeborenen die Möglichkeiten und Chancen und dieser Wunsch kann zum Erfüllung gehen. Nicht nur da, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft ist auch das Glück da. Das Einzige, was die Schützengeborenen verunsichert, das sind die Kommunikation. Das kann unangenehm sein oder kann auch passieren, dass jemand versucht, die Schützengeborenen verunsichern. Hier ist auch wichtig, die klärenden Gespräche momentan meiden. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen überlegen, wo setzen sie die Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Steinbockgeborenen die Kraft des inneren Gleichgewichts. Die Steinbockgeborenen brauchen auch Klarheit und Orientierung und sie lernen auch etwas. Und es wird etwas geklärt. Die Gespräche haben eine Wichtigkeit und diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, hier auch bei Steinbockgeborenen, es meldet sich jemand von Vergangenheit oder handelt sich um Themen, was zusammenhängt mit der Vergangenheit. In die Liebepartnerschaft fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas unsicher. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sind wichtige Themen, die Ämter und Finanzen und die Wassermanngeborenen möchten das endlich in Ordnung bringen. Ein Wunsch kann zum Erfüllung gehen und es ist wichtig, das zu verinnerlichen und daran glauben.
Die Gespräche sind aber unangenehm. Oder wenn es um Verträge handelt, dann sollen die Wassermanngeborenen das nochmal überprüfen. Etwas stimmt da nicht. Die Tilke zeichnen Fischengeborenen, kann eine Reise eine Bedeutung haben. Entweder die Fischengeborenen sind gerade im Urlaub oder planen eine Reise oder haben sie Kontakte von Ausland und das hat eine Bedeutung. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Die Fischengeborenen möchten Klarheit, Orientierung, etwas klären und Nachricht kommt auch. Das hängt auch mit der Vergangenheit zusammen. Was die Wünsche betrifft, die Fischengeborenen zweifeln daran. Und dieser Zweifel bremst momentan die Fischengeborenen. Sie sollen eher geduldig sein und ihren Ideen eher in den kommenden Tagen versuchen, im Tat umzusetzen. Momentan sind da Hindernisse. Die Tierkreiszeichnung Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Nicht nur das, sondern in die Liebepartnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück. Sie können auch ihren Wünsche kümmern, weil sie können jetzt im Tat umsetzen. Ein Gespräch kann aber sehr unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und das hindert an etwas die Wiedergeborenen oder macht traurig. Die Verträge sollen die Wiedergeborenen gründlich überprüfen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommen Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Die Stiergeborenen haben auch die Bedürfnis, etwas klären. Was die Wünsche betrifft und was die Liebe betrifft, da fühlen sich die Stiergeborenen noch unsicher. Aber ein Gespräch hat eine Bedeutung. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit und kommt diese Nachricht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf die inneren Gleichgewicht achten und ihren Wünsche auch bewusst wahrnehmen. Nicht aufgeben, sondern auf diesen Wunsch konzentrieren. Natürlich nicht übertreiben, aber ein Wunsch kann auch wahr werden. Und die Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mail-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Alle spätestens bekommen Sie nächsten Tag schon die Antwort. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@tenderasusannamedici.com. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.